in der Woche zuvor ihren Skiurlaub in Eschke verbracht hatten. Und die Ausreise aus dem Paznauntal, die Anreise ins Paznauntal zu unterbinden und vor allem zumindest jedoch eine Reisewarnung zu veröffentlichen. Das unterließen die Behörden. Dadurch kam es am Wochenende 7. und 8. März zu diesem Urlauberschichtwechsel. Tausende Menschen reisten ungehindert aus dem Paznauntal ab. Tausende Menschen reisten an, nichts ahnend, dass sie sich damit einer Gefahr aussetzen. Die Anreise ins Paznauntal nach Ischgl und die Ausreise aus wissen es auch, jene Maßnahmen zu treffen, die möglich. Die Après-Ski-Bars konnten noch eine Zeit lang offen bleiben und selbst als dann eine Verordnung erlassen wurde, diese zu schließen, wurde sie nicht genügend durchgesetzt. Weiterhin gab es Menschenansammlungen im Freien, die nach der Verordnung ebenfalls verboten waren. Die Polizei sah tatenlos zu. Siglinde Schopf und Ulrich Schopf gegen die Republik Österreich bitte eintreten. Ja. Das war aber keine Ahnung, wie das ist.